Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf Alpha Logistik. Heute befinden wir uns in einem wunderschönen Volvo F10, F12, F16 ist es sogar, sehe ich gerade hier, weil 16 Liter Hubraum, großer Motor, selbstverständlich. Wir befinden uns auf dem Balkan und werden heute mal von Serbien nach Montenegro fahren. Und zwar zeige ich es euch mal, ohne mein Mikro umzuhauen am besten, zeige ich es euch mal kurz auf der Map. Wir werden hier einmal eine wunderschöne Landstraße entlang fahren, die ich bis jetzt noch gar nicht erkundet habe. Dann werden wir hier einmal durch die Stadt fahren. Die haben wir schon mal erkundet, gibt es auch ein Video zu. Und dann werden wir hier aber noch eine relativ lange Landstraße rausfahren, die ich auch bisher noch nicht erkundet habe. Und so erkunde ich halt nach und nach mit euch zusammen die letzten Strecken, die ich halt noch nicht gesehen habe am neuen Balkan-DLC. Bevor dann, wenn ihr das Video seht, nächste Woche Donnerstag Kansas kommt. Und ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, aber ich probiere da auf jeden Fall so schnell wie möglich Videos zu rauszufeuern. Kann sein, dass ich am Freitag schon welche schaffe. Muss ich mal gucken. Aber gut. Wir machen unseren Truck jetzt erstmal. Und ich hoffe, er wird gleich nicht zu laut für euch. Denn der ist relativ laut. Der Sound gefällt mir auch ganz gut. Und generell finde ich es geil, dass wir einfach mal wieder eine geupdatete Version von diesem Volvo haben. Weil das ist irgendwie so neben dem ersten FH meine Lieblings-Volvo-Baureihe. Und hat einfach gefehlt in guter Qualität. Hatten wir länger nicht mehr. Den Mod hier gibt es ja schon ewig lang. Der wurde aber irgendwie nie wieder geupdatet. Und ich habe jetzt neulich einfach zufällig beim Stöbern im Internet mal gesehen, dass den jemand für die 1.47 geupdatet hat. Hab mir gedacht, läuft das Ding noch? Und ja, bis auf die kleine Navi-Problematik, da läuft der noch. Und den kann man, was das angeht, also auch definitiv noch fahren. Wir befinden uns hier in einem, ja, ich würde sagen Steinbruch. Und werden uns jetzt hier erstmal einen Weg raussuchen. Es gibt theoretisch auch noch eine Mod, die von jemand anders geupdatet wurde, die auf dem gleichen Truck basiert wie der hier. Für die 1.48 offiziell, aber da fehlen mir Texturen im Cockpit. Der hat auch dann einen etwas leiseren Sound und auch nicht ganz so authentisch vom Sound, wobei ich auch nicht weiß, ob das authentisch ist. Aber irgendwie hat mir hier das Gesamtpaket besser gepasst. Und ich fahre natürlich auch nicht gerne mit einer fehlenden leuchtend roten Textur im Dashboard durch die Gegend. Deswegen passt das hier schon ganz gut. Wir werden heute auch mal ein bisschen nach Tacho fahren müssen, weil wir haben, wie ihr seht, natürlich keinen Bordcomputer. Ich bin froh, dass wir hier ein Navi drin haben. Deswegen werden wir einfach mal gucken, dass wir so ein bisschen nach Gefühl und nach Tacho fahren. Ein bisschen was über 200 Kilometer haben wir vor uns und wird, glaube ich, eine entspannte, aber auch spaßige Tour. Jetzt, wo wir es mal aus dem Steinbruch rausgeschafft haben. Ich habe zum Glück noch einen Kaffee hier stehen, den brauche ich heute definitiv auch, weil ihr wisst, ich nehme meine Videos meistens dienstags auf. Und das immer nach der Berufsschule. Und die Berufsschule ist unfassbar einschläfernd und heute haben wir zu allem Überfluss in den letzten beiden Stunden auch noch Sport gehabt. Und von daher, oh, der Vito Viano lässt mich raus. Oder auch nicht, du Arschloch. In den letzten beiden Stunden haben wir heute auf jeden Fall Sport gehabt. Der Ford Car lässt mich aber raus. Vielen Dank, mein Bester. Und da ist man natürlich auch nochmal so ein bisschen im Eimer. Wobei ich halt eh nicht verstehe, warum man in der Berufsschule im dritten Lehrjahr statt Prüfungsvorbereitungen Sport macht. Das ist halt so eine Sache. Und dann, warum der Lehrer den Unterricht in den letzten beiden Stunden voll durchzieht, obwohl nur, wie viel waren wir? Ich glaube, 5 von insgesamt 12 Leuten aus der Klasse anwesend sind. Das sind halt alles so Sachen, aber ja, ist schon, irgendwie ist das schon erträglich. Solange man kein Fußball spielt, ist alles gut, weil Fußball bin ich tatsächlich überhaupt kein Freund von. Ich weiß, es ist so in Deutschland, jeder spielt Fußball oder guckt zumindest Fußball oder hat Ahnung von Fußball. Nee, ich gar nicht. Ist, finde ich, für mich persönlich, fühlt euch da jetzt nicht angegriffen, wenn ihr Fußball mögt, alles gut. Aber für mich persönlich ist es irgendwie eine unfassbar langweilige Sportart. Und wenn ich, ja, was Sport angeht, unterwegs bin, dann gucke ich mir doch lieber mal ein Eishockeyspiel an. Oder vielleicht irgendwas in Richtung Motorsport. Da finde ich die WRC zum Beispiel, die Rallye-Weltmeisterschaft, extrem spannend. Aber es ist ja auch so ein bisschen eine Geschmackssache. Und das muss ja im Endeffekt dann auch jeder für sich entscheiden. So, ab hier sind wir in einem neuen Bereich, den ich so noch nie gesehen habe. Ich bin gespannt, was wir so zu entdecken haben, was wir hier so sehen werden. Und vor allem auf die letzten paar Meter, die wir dann gegen Ende fahren werden, bin ich sehr gespannt. Von daher bleibt gerne mal dran. Wobei, das muss ich eigentlich nicht sagen. Ich habe ja in den letzten Videos mich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich nicht gerne Eigenwerbung mache, aber dass ich momentan relativ oft erwähne, lasst doch mal ein Like da einfach, weil der Kanal momentan nicht so die Aufmerksamkeit hat. Muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Und ich mir da ein bisschen mehr wünsche. Aber das, was das Dranbleiben an den Videos angeht, das muss ich tatsächlich nicht erwähnen. Also, es gibt sehr viele Stammzuschauer, die regelmäßig kommentieren. Grüße gehen raus.
Und wenn man sich mal die Analysen bei YouTube reinguckt, im Verhältnis zu den Leuten, die das Video angeklickt haben, bleiben auch relativ viele Leute bis zum Ende dran. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar etwas überdurchschnittlich und von daher danke dafür. Also danke für die Leute, die sich das tatsächlich regelmäßig angucken, regelmäßig Kommentare schreiben und sich vor allem die Videos auch relativ lange angucken. Grüße gehen raus. Und wenn ihr noch jemanden kennt, den ein bisschen ETS und ATS-Content vielleicht interessieren könnte, dann könnt ihr meine Videos auch gerne teilen. Boah, wie sehr ich die Eigenwerbung hasse. Gut, ist auch genug damit jetzt mal. Wir haben nämlich wichtigere Themen zu bequatschen. Nächste Woche Donnerstag, also morgen in einer Woche, kommt das Kansas DLC raus. Ich habe es ja eben schon mal kurz angeschnitten für ein ATS. Wenn alles klappt, werde ich dann direkt am Freitag loslegen mit Videos. Vielleicht aber auch erst ein bisschen später, Samstag oder Sonntag. Das weiß ich noch nicht. Wir werden aber auf jeden Fall das Kansas DLC in Hülle und Fülle und ganzer Pracht hier auf dem Kanal natürlich behandeln. Das heißt, wir werden sicherlich einige Aufträge fahren. Es wird bestimmt auch ein World of Trucks Event geben, was wir zusammen fahren werden. Und ich werde, wie ihr es vom Westbalkan und vom Oklahoma DLC auch kennt, auch mal so ein bisschen ein Fazitvideo und sowas machen. Also halt einfach mal, keine Ahnung, 2, 3, vielleicht 4 Videos, je nachdem wie viele Städte und wie viele es dann im Endeffekt zu fahren gibt, werde ich schon machen. Und dann werde ich irgendwann sagen, okay, und jetzt machen wir mal ein Fazit. Lohnt sich das Ding, lohnt es sich nicht, was ist gut, was ist schlecht. So haben wir es bei Oklahoma und beim Balkan DLC in der Vergangenheit gemacht und ich finde, das läuft tatsächlich ganz gut. Auch wenn das Video beim Balkan DLC jetzt nicht so viel Reichweite erzielt hat, wie ich gerne gehabt hätte, aber dafür war es halt auch einfach ein bisschen spät. Muss man ja auch sagen, also ich habe tatsächlich relativ viele Videos rausgehauen vorher, bevor ich das Fazit gemacht habe und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann das Fazit gemacht habe, war das DLC auch schon, ja, fast einen Monat draußen, könnte man schon sagen, ne? Also das ist tatsächlich dann einfach nicht ganz so cool gelaufen. Aber gut, so ist es halt. Und lässt sich nicht ändern. Jo. Jetzt sind wir auch tatsächlich schon am Grenzübergang. Das heißt, wir kommen, denke ich mal, so ganz gut vorwärts. Aber wir haben es ja auch nicht eilig heute. Ich habe ja hier meinen Kaffee stehen, ich habe gegessen. Ich habe auch noch Wasser hier stehen. Das heißt, wir können hier heute ganz entspannt so ein bisschen mit dem guten alten Volvo... Oh, wir müssen ganz nach rechts durch die Gegend fahren. Und ich finde, das macht auch relativ viel Spaß. Den fahre ich momentan echt gerne. Ich bin den zwar noch nicht viel gefahren, nur gestern Abend, als ich das Video hier vorbereitet habe, ungefähr 100 Kilometer oder so in-game bis zu dem Ort, wo wir den Auftrag abgeholt haben. Und danach nicht weiter. Das heißt, ich bin den noch gar nicht so viel gefahren, aber der macht mir tatsächlich relativ viel Spaß und ich fahre den relativ gerne. Kann mir auch gut vorstellen, dass ich den nach dem Auftrag hier noch ein bisschen fahre, vielleicht mit einem anderen Skin nochmal drauf oder sowas. Da hätte ich schon Bock drauf. Sound ist natürlich krass. Auch wenn du natürlich jedes Mal, wenn du Gas wegnimmst oder wenn er schaltet, hast du halt jedes Mal dieses Blow-Off vom... bin ich hier noch richtig? Ich bin doch gerade... Mach doch gerade einen Geisterfahrer, oder? Nö, mache ich nicht. Also, als LKW muss ich ganz nach rechts, aber rein theoretisch mache ich hier nicht den Geisterfahrer. Die Gegenspur hat, also die Gegenrichtung hat nur eine Spur, wir haben 3. Okay, gut. Von mir aus, andere Länder, andere Sitten. Einmal Grenzkontrolle, bitte. So, was geht denn hier noch ab? Da haben wir wahrscheinlich so eine Röntgenhalle, wo wir theoretisch reingebeten werden können, aber wir dürfen weiterfahren. Hier steht die Polizei im guten, edlen Dacia Duster. Und da vorne sind natürlich die Spezies mit ihrem Tesla Model. Was ist denn das? Model X? Ist das ein Model X? Ist das ein Model Y? Ich habe keine Ahnung von Tesla. Also ich kenne mich da mit den Modellen nicht aus. Ich weiß natürlich, dass die Autos qualitativ minderwertig sind und dass kein vernünftig denkender Mensch sich jemals so ein Ding kaufen sollte. Aber ich weiß, was ein Model 3 ist. Ich weiß, was ein Model S ist. Ich weiß, was der Tesla Roadster ist. Eigentlich möchte ich auch nicht über Tesla sprechen. Ich spreche ganz gerne in meinen Videos mal über Autos. Aber dann doch lieber über... Hätte ich doch in die Röntgenkontrolle gemusst. Musst du immer in die Röntgenkontrolle? Ich dachte, die müssen dich dazu auffordern. Gut, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Aber okay. Also wie gesagt, ich spreche gerne in den Videos über Autos. Da könnt ihr mir auch gerne mal so ein paar Fragen stellen. Oder wenn ihr da Gesprächsbedarf habt, auch gerne dazu was unten reinschreiben. Aber Tesla und E-Autos im Allgemeinen sind jetzt nicht so das, worüber ich gern spreche. Wobei, diese ganzen Concept-Cars und Studien, die Renault momentan raushaut, die so ein bisschen einen Retro-Look haben, da gibt es den Renault 5 und da gibt es auch einen Twingo 1, das finde ich dann tatsächlich fast schon wieder interessant, aber es ist halt elektrisch. Und ich kann halt auch aus persönlicher und beruflicher Erfahrung mit E-Autos, kann ich eigentlich niemandem dazu raten. Es sei denn, du wohnst in der Stadt und fährst wirklich nur
2 Kilometer zur Arbeit und 2 Kilometer zurück am Tag, so nach dem Motto gefühlt. Dann kann man schon ein E-Auto fahren. Aber für alles andere. Und mir persönlich gefällt es halt auch einfach vom Fahrgefühl nicht. Das ist aber natürlich eine Geschmackssache und das kann auch wieder jeder selbst entscheiden. Aber ich persönlich finde es vom Fahrgefühl her überhaupt nicht geil. Vor allem, wenn du in so einem Hyundai Ioniq 5 sitzt, dann hast du da Gummifußmatten drin, ja. Und dann hast du keine Mittelkonsole, es ist alles vorne durchgehend. Du kannst quasi so deine Füße in den Fußraum vom Beifahrer strecken und sowas. Das hat dann schon Straßenbahncharakter vom Fahrgefühl her. Und auch von dem, wie du dich in dem Innenraum fühlst. Also, naja. Ich mag meine Autos tatsächlich am liebsten handgeschaltet und am besten relativ klein und leicht. Also sowas in die Richtung Mazda MX-5, Subaru BRZ, Ford Fiesta ST, sowas in der Art. Das sind halt so Autos, die meiner persönlichen Meinung nach den meisten Spaß vermitteln. Aber gut, vielleicht hat der Tesla-Fahrer Spaß dran, wenn er dann an der Ladesäule steht, wartet, bis seine Karre aufgeladen hat und dann irgendwie, keine Ahnung, Minispiele auf seinem Screen spielen kann oder sowas. Das ist natürlich auch wieder alles individuell und eine Geschmackssache. So, jetzt haben wir natürlich vorne rechts mit dem Reifen den Randstein mitgenommen. Aber wenn ich nicht hätte von der Geradeausspur links abbiegen wollen, wäre es nicht anders gegangen. Es sei denn natürlich, ich kann kein LKW fahren, was auch zur Debatte steht, weil da schreiben mir auch immer Leute, oh, du hast ja einen total beschissenen Fahrstil. Ja, Überraschung, Kumpel, ich habe keinen LKW-Führerschein in der Realität. Dementsprechend bin ich natürlich jetzt auch kein 1A vorbildlicher LKW-Fahrer im ETS 2. Das dürfte, glaube ich, keinen wundern. Und ich nehme das Spiel jetzt auch nicht so ernst. Ich meine, ich habe es gern realistisch, ohne irgendwelche Navis und Zusatzspiegel und so, was man sich einblenden kann. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich fahre halt einfach ein bisschen durch die Gegend, gucke mir die Gegend an, mache ein paar Screenshots, höre dabei einen Podcast, dann ist das gut. Ich muss mich jetzt nicht hochprozentig penibel an Lenk- und Ruhezeiten und sowas halten und sonstige Sachen machen. Übrigens, wo wir gerade bei realistisch und authentisch sind, schlagen wir doch mal die Brücke zu einem positiveren und interessanteren Gesprächsthema. Ich habe sogar zwei, fällt mir gerade auf. Womit fangen wir an? Fangen wir doch mit dem neuen DAF an, der ins Spiel kommt. Ich nehme das Video nämlich für euch gestern auf. Und da ist ein Stream von SCS angekündigt. Ich nehme mal an, da wird ein neuer DAF ins Spiel kommen. Der XD heißt er, glaube ich. Und wenn alles so läuft, wie ich es plane, dann habt ihr dazu gestern Abend auch schon ein Video gesehen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal auf dem Kanal vorbei, vielleicht gibt's eins. Das ist zumindest mein Plan, da heute Abend noch so ein kurzes, knackiges Video zu machen. Einfach weil es kommt halt ein neuer Truck in den ETS 2 rein. Ne? Also da muss man natürlich ein Video machen. Und irgendwas wollte ich noch, irgendwas Positives hatte ich gerade noch im Kopf. Aber ich glaube, das habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Ich glaube, das habe ich echt wieder vergessen. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf und jetzt ist es weg. Das Alter hat halt im Endeffekt nichts Schönes. Sehr, sehr cool auf jeden Fall auch die ganze Geschichte mit der Brücke hier. Und wir werden jetzt auf jeden Fall auch mal gucken, wie die Straße so wird, weil ab hier ist halt wieder unentdeckt. Also das habe ich selber auch noch nicht gesehen, da müssen wir gleich mal gucken, wie das so aussieht und wie herausfordernd das vielleicht noch wird, von den Serpentinen und Kurvenradien her und sowas. Wenn der Iveco hier halt ein bisschen auf Tempo... der Volvo hier ein bisschen auf Tempo kommt. Ich bin schon im nächsten. Ich habe nämlich einen interessanten Iveco-Mod gefunden, den ich mal testen will. Da kommt im Optimalfall demnächst auch was zu, aber da weiß ich halt noch nicht, ob er funktioniert. Ich habe aber einen gefunden im Internet. Muss man mal schauen. Generell hat Iveco ja, glaube ich, gerade auch ein Facelift vom S-Way vorgestellt, wo sie jetzt endlich einen digitalen Tacho haben und auch endlich ein gescheites Infotainment-System. Das war ja schon seit Jahren überfällig. Also Tacho an sich, okay, muss für mich nicht unbedingt digital sein bei einem modernen Truck.
Aber ich finde, es wäre schon schön, wenn man ein relativ ordentliches, aufgeräumtes und klar aufgelöstes Infodisplay in der Mitte hat. So wie zum Beispiel beim letzten Facelift vom MAN TGX Euro 6, da fand ich das ziemlich gut. Ich finde auch, der Renault Magnum hat einen sehr schönen Mix aus digital und analog. Aber das Magnum-Argument werden die meisten mir wohl nicht durchgehen lassen. Einfach weil das ein, ja, insgesamt doch relativ unbeliebter Truck ist. Und da fällt mir ein, ich sollte den eigentlich bald mal wieder fahren. Machen wir, denke ich, auch bald wieder. Ich guck mal, was ich hier auf dem Balkan noch so für unentdeckte Strecken habe. Dann fahren wir auf jeden Fall was mit dem neuen DAF XD. Aber vielleicht auch ein bisschen was mit dem Magnum. Und mal gucken, was mir sonst noch so einfällt. Die Strecke hier ist auf jeden Fall echt cool und interessant. Und hier fährst du halt so gut wie nie hin, weil es gibt halt am Ende von dieser langen und auch wirklich schönen Straße, die wir jetzt befahren, gibt es halt genau eine Firma. So, die belieferst du vielleicht einmal in deinem Leben und das war's. Und dann siehst du diese Strecke, die wirklich überdurchschnittlich gut aussieht fürs Balkan DLC, finde ich, ein einziges Mal. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Stütz bitte nicht ab, Spiel. Boah, Gott sei Dank. Ich hätte dem Spiel jetzt echt tatsächlich zugetraut, dass es abstürzt, aber hat es Gott sei Dank nicht gemacht. Aber das ist halt auch so ein bisschen Easter Egg-Charakter, ne? Dass du hier so eine wunderschöne Strecke hast und die entdeckst du erst nach mehreren Spielstunden oder sowas. Oder musst wirklich viel entdecken, damit du die siehst. Das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. Erstens spielen die Leute das Spiel dadurch mehr, was für den Entwickler und Publisher gut ist. Und zweitens haben die so auch ein bisschen mehr Spaß an der Geschichte, wenn du natürlich ein DLC hast und immer so das Gefühl hast, ja, so ein bisschen was habe ich da noch zu entdecken. Ich bin noch nicht so ganz durch damit. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Streckenverlauf hier. Auch hier schön mit den Pannenbuchten, mit den Leitplanken, die auch nicht mehr ganz so frisch aussehen und sowas. Das ist schon echt gut gemacht. Oh, das habe ich, glaube ich, auf irgendeinem Screenshot von SCS schon mal gesehen. Zipline. Also da fahren offensichtlich Leute in so Sesseln runter. 824 Meter lang, 152 Meter hoch, okay. Ist das so ein bisschen sportmäßig oder was ist der Sinn von der Geschichte? Vielleicht können wir hier nochmal ein cooles Thumbnail machen mit dieser Zipline drauf. Gucken wir mal, was im Fotomodus noch so geht. Boah, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen mit der Stärke spielen, vielleicht können wir mit der Tageszeit auch nochmal so ein bisschen. Wobei, da haben wir es eigentlich schon relativ optimal. Sehr interessant. Also wenn einer von euch weiß, was es mit dieser Zipline auf sich hat, dann gerne unten rein. Sieht auf jeden Fall, wie ich finde, echt cool aus. Vor allem auch, wenn du hier so von oben natürlich den Blick nach unten und auf diese Brücke hast. Das ist schon mega cool. Das ist schon eine der schönsten Aussichten am Balkan DLC. Die Bergstraßen in Albanien neulich war auch geil und die nach Pristina ist auch cool. Aber das ist schon geil. Kann man die Brücke hier denn theoretisch befahren? Wie lange haben wir es denn noch bis zum Ziel? Schon noch ein kleines Stück, wartet mal. Wir machen mal Folgendes. Wir fahren jetzt erstmal nach links. Dann fahren wir mal hier so ganz frech auf die Bushaltestelle drauf. Lassen unseren Trailer mal hier stehen. Und dann gucken wir mal, ob man die Brücke vielleicht so versteckte straßenmäßig befahren kann. Weil kann ja gut sein. Würde ich SCS auf jeden Fall zutrauen. Deswegen probieren wir es doch einfach gerade mal aus. Okay, gut. hätte ja sein können. Ich guck mal, ob hier vielleicht sonst irgendwo noch irgend so ein kleines Easter Egg ist, aber sieht eher schlecht aus. Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass man hier vielleicht rüberfahren kann und da drüben noch irgendwo so ein kleines Easter Egg versteckt ist. Aber gut, okay. Und hier kommen halt die Jungs runter. Und die fahren dann bis nach... Wäre jetzt schade, wenn das im Nix endet hier. Boah, zumindest so eine Hütte haben sie hier nochmal angedeutet. Wir gucken jetzt aber erstmal, wie wir unseren Volvo hier rausbekommen. Hätte ja sein können. Hätte ja natürlich sein können, dass es hier irgendwie weitergeht.
Aber gut, was willst du machen? Ist tatsächlich, wie ich finde, momentan so eine der schönsten Stellen im DLC. Klar, die Städte in Albanien und die Bergstraßen dort sind auch geil. Aber das hier ist gerade schon so ein bisschen mein Highlight. Ich muss es einfach nochmal mit Thumbnail probieren. Der Volvo sieht einfach zu genial aus. Das Ding ist einfach eine Bombe. Mega geil. Mega geiles Ding. Also wirklich, für mich zusammen mit dem FH1, was ja glaube ich der direkte Nachfolger von der Karre hier war, absolutes Volvo-Highlight. Absolut. Mal gucken, wie weit haben wir noch? 39 Kilometer. Also wir sind tatsächlich noch so ein bisschen auf der Bergstraße hier unterwegs. In der höheren Drehzahl klingt der Motorsound jetzt zugegebenermaßen nicht allzu gut. Also wenn irgendjemand von euch für das Ding hier noch einen interessanten Soundmod kennt. Die Kurven hier sind aber echt cool. Die könnten für meinen Geschmack nochmal so ein bisschen enger, so ein bisschen herausfordernder sein, dass du echt gucken musst. Aber so an sich vom Fahrgefühl her macht das hier schon Spaß gerade. Hier kommt anscheinend noch so ein kleines Dorf oder sowas. Die Autos haben sie sich hier auch schön kaputt gefahren. Ach, guck mal, die hängen hier Wäsche im Garten auf und sowas. Sieht auch sehr, sehr cool und malerisch aus. Und sowas siehst du halt nur, wenn du wirklich zufällig einen Auftrag in diese Stadt hast, zu der es hier gehört. Und aber auch zu dieser einen Firma, die hier draußen ist. Sonst kriegst du das nie zu Gesicht. Du siehst zwar auf der Map, dass da was ist, klar, aber... Schade und cool gleichzeitig. Hier geht's jetzt einmal links rum. Ich denke mal, wir werden auf eine Baustelle fahren oder sowas. Oder vielleicht auch ein Steinbruch, so wie der, wo wir losgefahren sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier quasi nochmal über so einen Feldweg, was ich auch sehr cool finde. Das ist schon stark. Dann geht es hier nochmal links rein. Wir bleiben aber auf dem Feldweg. Und da vorne, ja, sieht. Ja, ein paar Bäume fällen die hier halt, ne? Sehr cool. Dann gucken wir mal, wo wir das Ding abstellen können. So viele Möglichkeiten gibt es hier ja nicht. Ist ja im Prinzip nur ein Kreis. So, wir stellen den mal für meine Verhältnisse halbwegs ordentlich hin. Und dann ziehen wir mal noch ein Stückchen vor. Und dann haben wir es tatsächlich für heute schon geschafft. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.